Dies ist kein Frühwerk von David Lynch. Und auch kein Experimentalfilm von Hayao Miyazaki. Nein, The Path ist ein Computerspiel. Also ein Nachfahre von Pac-Man und Super Mario. Wobei man ihm die Verwandtschaft nicht direkt ansieht, weder visuell noch in puncto Spielregeln. Das eigentliche Ziel des Spiels ist, deine Figur töten zu lassen. Und es gibt 6 davon. Die Games von Aurelia Harvey und Michael Sammon irritieren und verstören. Sie brechen mit Regeln und Konventionen und sie sind für die Gamer eher Objekte der Inspiration als des Zeitvertreibs. So sehen es auch die Macher. Für uns ist das kein Geschäftsmodell. Wir sehen das eher als kulturelle Unternehmung. Das erlaubt uns, eine andere Art von Computerspiel zu erschaffen. Harvey und Sammon haben sich in eine Nische der Games-Branche eingerichtet, denn die ist inzwischen groß genug, um auch Außenseitern Platz zu bieten. Längst hat die Computerspielbranche die Filmindustrie überflügelt. Das Musikspiel Guitar Hero 3 beispielsweise, bei dem man mit einer Plastikgitarre Rocksongs nachspielt, erwirtschaftete 2 Milliarden Dollar. Mehr als der Eisblockbusterfilm Titanic mit 1,8 Milliarden. Um als Nachtelf, Gnom oder Ork durch das Online-Rollenspiel World of Warcraft toben zu dürfen, dafür zahlen Menschen aus aller Welt 100 Millionen Dollar. Und zwar jeden Monat. Und die Aussicht, in GTA 5 Autos klauen und Polizisten erschießen zu können, war allein in Deutschland mehr als 1,5 Millionen Menschen je rund 60 Euro wert. Während die Entwicklungsbudgets mancher Action-Games in den dreistelligen Millionenbereich vordringen, feiert anderswo ein gänzlich unspektakuläres Genre große Erfolge. Casual Games, zu Deutsch in etwa Gelegenheitsspiele. Billig-Games, die man meist auf dem Smartphone oder dem Tablet spielt und die vor allem eins sein müssen: simpel. Das Besondere an dem Spiel ist einfach, dass es sehr, sehr, sehr einfach zugänglich ist. Also du hast wirklich nur diese eine Geste, die du mit dem Finger ausüben musst. Und dadurch kannst du das, ist es sehr, sehr einfach zu lernen, aber dann halt später raus natürlich schwierig, aber zu meistern. Spiele wie Candy Crush, Jelly Splash oder Diamond Dash blinken bunt und freundlich und sprechen eine bislang eher games-ferne Zielgruppe an. 3/4 der Casual-Gamer sollen Frauen sein, viele davon aus der Generation 50+. Das Spielprinzip könnte man Groschengrab nennen. Wenn du zum Beispiel in einem Farming-Game eine Pflanze pflanzt und die braucht jetzt zum Beispiel 72 Stunden und du möchtest nicht warten, dann kannst du die düngen mit einem Zauberdünger oder ähnlichem und der kostet dann vielleicht 1-2 Cent. Die Zukunft des Computerspiels kommt ganz ohne Computerbildschirm aus. Mit der Datenbrille Oculus Rift etwa kann jeder ein Vogel sein oder mal eben das Geschlecht wechseln. Kürzlich kaufte Facebook den Brillenentwickler für 2 Milliarden Dollar. Smartphone-Games wie Ingress spielt man hingegen in Teams, und zwar draußen an öffentlichen Orten. Ein städtischer Brunnen etwa, wie bei Ingress, wird zu einem Portal, das die Spieler aufspüren und einnehmen müssen. Passanten bekommen nichts davon mit, dass vor ihren Augen Dramatisches passiert, und spätestens damit verschmelzen die Games-Welt und die Kohlenstoffwelt endgültig.